Ja, hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Horizon Forbidden West. Und wir sind schon mal ein klein wenig so im Dschungel und am Strand ein bisschen weitergelaufen. Also jetzt nicht viel, ne? Wir sind einmal von hier oben, sind wir jetzt mal noch den Weg hier so gegangen. Und haben uns hier oben mal noch den Flugschreiber kurz geholt. Die, ja... Sie hatten gehofft, dass sie in 36 Minuten es schaffen, 250 Leute ins Flugzeug zu bringen und dann mit denen abhauen zu können. Spoiler. Haben sie nicht geschafft. Ist bescheiden, aber ja, kann man jetzt nichts mehr machen. So, als nächstes gucken wir uns hier erstmal die Quest mit Talana an. Aber weil ich eben hier so den Weg... Da war auch wirklich nichts Besonderes hier auf dem Weg, ne? Also wirklich nicht. Und hier unten ist aber eine Siedlung. Da dachte ich, Mensch, Siedlung, das machen wir. Und dann gehen wir jetzt von der Siedlung aus weiter hier runter zur Talana. Und dann gucken wir uns da die Quest mal an. Mal sehen. Share Volume. Das ist der Fall. Mal sehen, wo wir rauskommen. Da unten ist die Ruine. Sieht wie so ein Rathaus oder wie eine Kirche aus. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das sein soll. Ja, das ging doch super. Und wieder die schöne Flugmusik dabei. Trauma. So. Regen. Hi. Grüß dich. Regenpfadhöhe. Okay. Ja, doch, Regenfahrt, ja, doch. Ich verstehe, was ihr meint, glaube ich. Guten Tag, Fremde. Guten Tag. So, dann zeig doch mal her, was hast du denn? Ja. Gut. Das ist nicht schlecht, also das mit dem. Das hat was, aber unseres ist, glaube ich, besser, ne? Was wir jetzt gerade haben. Und die ist ja auch bloß einmal verbessert. Ja. Ja. Okay, aber schöne Rüstung eigentlich. Hat die uns jetzt gerade Verräterin genannt oder habe ich das jetzt bloß falsch verstanden aufgrund... dessen, dass es quasi so abgehackt wurde. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich würde mal hier noch so runterspringen. Und vielleicht gucken wir uns nachher auch die Ruine an. Mal gucken. Uiuiuiui. Das ist aber nicht freiwillig gewesen hier, oder? Wir waren es aber nicht. Wir haben diesmal hier keinen Panzer in die Luft gejagt, ja? Das waren wir diesmal nicht. Das haben wir bloß bei dem Tekote gemacht. Der hat es aber auch verdient. Von daher ging's. Ach hier, ein neues Jagdgebiet. Hübsch. Hier, oh, aber das sieht doch richtig cool aus. Das klappt nicht. Vielleicht aus einem anderen. Na komm. Weil du darfst ja auch nicht zu nahe sein, sonst macht es ja. Weil du nicht rankommt. Oh, das ist ja. Oh, stell dir das mal vor.
Ach, wie cool. Oh, guck mal, ein Webenzahn. Krallenschreiter. Noch ein Krallenschreiter. Das ist ja bestimmt wieder ein lustiges Jagdgebiet, was hier. Aber das muss cool sein. Hier so ein. Weiß nicht, ja, wie so ein Strandhaus, aber halt. Ist halt ja kein Strand hier, ne? Aber. Das ist bestimmt cool. Guck mal da oben. Na komm, dann machen wir das jetzt auch noch fix. Wenn wir jetzt einmal da sind. Oh, das müssen aber, so wie das aussieht, sind das hier wieder ganz schöne Architekturgeschichten. Hier mit Solarzellen in einem krummen Spaß. Naja. Ich glaube, das gehörte hier wieder den Reichen, der Reichen, ne? Würde ich mal schätzen. Ja, das sieht sehr danach aus, bei dem, was man hier an Loot bekommt. Mann, 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 Mann. Was haben wir denn hier? Holo-Tickets. Was gibt's, Dad? Rate mal, welcher Bro 4 VIPs für das Holo-Song-Finale gecheckt hat. Weißt du überhaupt, was diese Wörter bedeuten? Dass ich 4 VIP-Tickets für Thunder Hona habe? Krass! Echt jetzt? Das ist auch wirklich kein Witz? Kann man KI-Künstler live sehen? Ja! 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 Ich weiß es nicht, dass du die Tickets hast. Na, wessen Dad ist jetzt der Checker? Danke! Aber versprich mir, dass du mich nicht vor meinen Freundinnen blamierst. Okay, Dad? Dad? Dad! Ach, der Typ ist cool, mit dem fühle ich mich sofort verbunden. Aber sofort fühle ich mich dem verbunden. Er ist ja richtig gut drauf. So. Dann gucken wir mal kurz, was der hier hat. Endlich! Aber auch Scharfschuss. Scharfschussbogen mit Plasma. Ja, ich brauchte noch für ein Jagdgebiet brauchte ich noch irgendwas mit Plasma. Da hätte ich eigentlich gerne einen Jägerbogen gehabt, statt einen Scharfschussbogen, aber... Ja, wenn es jetzt gar nicht anders geht. Wir nehmen den einfach mal mit. Dann haben wir ihn erstmal da, dann muss ich die nochmal danach suchen. Das ist doch schon mal okay. So. Dann hüpfen wir jetzt einmal da runter. Und dann geht's auf zu Talana. Die stand ja da schon rum. Mal gucken, was wir jetzt mit ihr da machen können und ob wir weiterkommen. Oder ob das dann wieder ein... Naja, dann treffen wir uns wohl dort. Und dann war's wieder. Quest wird. Ich befürchte nämlich, dass es wieder so eine Richtung wird. Was auf der einen Seite irgendwie cool ist, auf der anderen Seite... habe ich dann immer so das Gefühl, ich weiß nicht mehr genug über die Quest am Ende. Aber man kann es halt nur hoffen, ne? Deswegen, ich wusste, jetzt hat er wieder die Quest umgestellt. Ich wollte eigentlich schon hier runter. So, gut. Ach ja, ich habe mich auch zwischendrin ab und zu mal hier mit diesen Feuerklauen ein bisschen vergnügt. Hab die mal ein bisschen abgefarmt, weil da brauchte ich das Beutelgewebe noch.
Sie wollten fliehen, aber haben es nicht geschafft. Da mal sehen, da müssen wir garantiert auch nochmal irgendwie eine Quest machen oder so. Beziehungsweise gab es doch da bei einem der beiden Feuerklauen-Dingen gab es doch noch irgendwie so... Ich glaube, deswegen hat sie jetzt nämlich auch wieder gequatscht, gab es ja so eine Spuren. Und da mal gucken. Aber jetzt geht's erstmal nach langer Zeit. Jetzt erstmal zu Talana und mal sehen, was sie jetzt sozusagen hat. Da vorne steht sie nämlich. Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenakt-Gebiet zu kommen. Krass, oder? Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenakt-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis wirklich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Aber das war ja schon fast klar. Auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenakt Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden. Die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Ja. Glaubst du, Nessa? Ja, wo denn du? Ich bezweifle es. Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Wo ist die Ruine? Ach! Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Wir haben doch mal am Strand. Pass auf, nicht reinrennen. Wir haben doch mal am Strand so ein... Hier drüben, du brennender Trockhau. Feuerklauen. Das ist er! Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Talana? Wir geben dir Deckung. Na, die Deckung sieht das aber nicht aus, was wir ihnen hier geben. Danke. Das sollte nicht passieren. Jetzt kriegt man nämlich keinen...
krieg mal kein Beutelgewebe mehr. Jetzt krieg ich mal kein Beutelgewebe mehr. Na toll. Hat er davor wahrscheinlich schon so oft dran geschossen, dass mein einzelner Schuss das jetzt war. Na toll. Der Depp. Ich lasse dich erstmal ein bisschen quatschen, ne, oder? Ich meine, die haben sich jetzt erstmal viel zu sagen. Wenn ich da jetzt hier mitten reingrätsche schon. Wäre jetzt nicht so toll. Ihr sollt miteinander reden! Die quatschen nicht. Muss ich da erst wieder vorbeikommen? Dass sie miteinander quatschen oder was? Wo ist denn die? War da irgendwo eine Truhe? Also hier vorne ist anscheinend noch einer. Die sind aber auch gut versteckt. Meine Herren. Kann man echt nicht gut erkennen. Ja gut, dann gehen wir mal hin und quatschen mal mit denen. Wenn sie jetzt schon nichts erzählen. Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Ja, du brauchst halt Closure, ne? Du musst endlich wissen, was los ist. Ja, ist schon klar. Einfach nur Gewissheit. Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und... ihr kamt euch näher. Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst. Außerdem... war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Avad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Avad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Das ist klar. Aber jetzt mal im Ernst. Warum darf der hier irgendwie gefühlt
20 Stolperdrähte hinstellen und wir selbst mit komplett ausgemaxter Rüstung und hast du nicht gesehen, schaffen vielleicht mal 8 oder so. Was soll denn das? Also ich glaube, es gibt höchstens noch... Was dürfen wir jetzt? Ich glaube, 4 oder 5 dürfen wir jetzt mit den Skills, die wir haben. Und dann kannst du ja ein paar Skills noch zusätzlich erweitern über die Rüstung. Aber ey, mich würde es wundern, wenn wir jetzt auf mehr als 10 kommen. Und der hat hier locker 20 rumstehen. Also so fühlt es sich zumindest an. So sort. Also, du und Talana, klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hierbleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Genau. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Nope. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf belauscht. Danach war es ganz einfach. Mhm. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Wir haben doch alle schon umgebracht. Da ist es. Da lebt doch keiner mehr. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Ich habe diesen Ort schon mal gesäubert. Es müssen Rebellen nachgekommen sein. Aber da waren keine Gefangenen. Das war meine letzte Hoffnung. Sie waren die letzte Verbindung, um rauszufinden, ob Nessa dort ist. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Mhm. Na dann los. Auch wenn wir da schon mal besser als nichts. Alles angeguckt haben. Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Aber ist schon putzig, ne? Dass wir schon mal da waren und schon mal alles platt gemacht haben, das erwähnt sie dann aber auch. Finde ich gut. Finde ich gut. Der Nacktgefangene, aha. Sind ja ganz andere Leute mit da. Dann lohnt es sich ja richtig, hier nochmal reinzugehen. Ach, guck mal, da oben haben wir auch noch Spaß. Cool. Schöne Details. Ich fast nichts erkennen. Finde ich geil mit den Muscheln. Die Details. Ich muss zum Haupttor und Talana so. Oder Malis reinlassen. Reinzulassen. Meinst du? Irgendein Zeichen vom Feind? Ich brauche eine Pause, um was zu essen.
Drink könnte auch nicht schaden. Gebt mir Rückendeckung. Sucht so lange ihr wollt. Ein langer Wachdienst. Okay, lass hören. Du. Hier ist unser Eindringling. Hä? Wo denn? Los, aufspüren! Hä? Ach, hier. Öffnen kann, könnte Lana und Amalis mir helfen, den Rest zu beseitigen. Wir machen einfach mal das Tor auf, ne? Macht ja viel mehr Spaß. Hast du schon gelesen? Ja. Oh, Todbringergewehr. Naja, weiß ich auch nicht so richtig, ob das gut ist. Ja, ein Scheißteil. Das kann ja übelst gut ballern, ne? Aber. Was hat er dann eine Streuung drauf? Oh oh, ein Köder. Eine Maschine rufen. Zu spät. Garantiert zu spät. Blutschlitze? Lebenzahn? Blutschlitze! Ich will doch erstmal. Ich muss doch erstmal mir die Sachen hier raussuchen.
jetzt, ey Leu, jetzt renn doch mal vorwärts, Mann, und nicht rückwärts. Du bist Stück. Ich muss erstmal kurz gucken. Wo ist das? Das ist ganz normal. Das ist auch ganz normal. Okay. Die Dinger. Nee. Die Dinger da hinten. Das haben wir. Ja, okay. Gut. Aber jetzt ist es egal. Aber auch nicht ruhig, ne? Okay, ich glaube, es ist geschafft. Hörst du? Ja! Ich kann endlich, ich weiß nicht mehr was, aber ich kann endlich erweitern. Ich glaube, einmal kann ich. Also, ich kann mich jetzt entscheiden, glaube ich, was ich mache. Aber ich glaube, ich kann auch meinen. Bogen wieder weitermachen. Aber ich glaube, jetzt muss ich echt gucken, was ich mache als nächstes. Weil eigentlich brauche ich noch mehr von den Dingern. Noch einige. Danke, danke. Hatte ich nicht damals gesagt, dass ich glaube, dass wir hier nochmal hin müssen? Das war gar nicht. Hat gar nicht so lange gedauert, ne? Dass wir hier nochmal hingekommen sind. Oh, ist doch schön. Haben wir nochmal den ganzen Loot auch. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Kommt ihr rein, oder? Gut, ich glaube, ich muss mit denen reden. Hier. Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Sehr schön. Befreit durch Karja, wurden wir nicht schon genug gedemütigt? Nein, es ist auch noch Nora dabei. Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Karja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa.
Die Kaja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa. Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Ich wieso? Bin Ritaka. Um das klarzustellen. Du warst Nessa. Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht. Und wurdest eine Tenakt? Die Kaja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt. Mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. Oh, wei, 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 oh, wei. Ich meine, ich kann sie ja absolut verstehen. Sie hat ja selber festgestellt, dass damals unter den roten Raubzügen alles ziemlich beschissen war. Und dass sie das nicht wollte. Und gleichzeitig durfte sie aber eigentlich nicht mal in der Armee kämpfen, in der sie gekämpft hat. Und hier hat sie die Ehre bekommen, die sie sich erwünscht hat. Dann will man natürlich nicht zurück. Vielleicht auch, weil man nicht damit leben kann, was vielleicht dann die geliebte Person von einem denkt. Sich jetzt abgewandt zu haben vom eigenen Volk, in Anführungsstrichen. So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich hab dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Das ist klar. Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Kaja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Kaja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Kaja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Kaja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Kaja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Die du vorher nicht gekannt hast, außer dann, als ihr gegen sie gekämpft habt. Und von denen du die ganze Zeit gedacht hast, weil das ja so draußen rumposaunt wurde, dass das bluttrinkende, menschenfressende Menschen sind. Die Tenakt. Deswegen hast du auf einmal gespürt, dass das dein Blut ist. Ah ja, okay. Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Kaja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Und das war's? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben. Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl.
Tja. Jetzt weißt du zumindest die Wahrheit. Irgendwie schmerzt das mehr. Mhm. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... Ich weiß nicht. Talana, ich... Sag nichts. Verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Ella einen Moment. Alles in Ordnung? Gut. Um ehrlich zu sein? Nein. Nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte auch dir richtig. Das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. Auf bald, Talana. Ich sollte sie besuchen, wenn ich das nächste Mal in Fahrlicht bin. Ja, ist bitter, ne? Ich scheine, starke Schulter zu brauchen. Ja, ist halt echt bitter. Ich meine, ich kann Ritaka da ein Stück weit verstehen. Vor allem, dass sie jetzt auch so, ja, manche mögen es kalt nennen, so reagiert. Aber für sie ist es 5 Jahre her. Ihre ganze Trauer und alles, die ist vorbei. Das ist passiert. Das ist, für sie ist das alles abgeschlossen. Für ihn nicht. Und jemanden, wo man gedacht hat, dass alles vorbei ist und wo man sich quasi damit ja abgefunden hat, dass alles vorbei ist, dass die Person tot ist, obwohl man natürlich immer noch Gewissheit haben wollte. Und dann ist die Person auf einmal wieder da, dass das schwer erstmal zu verkraften ist, beziehungsweise zu verstehen ist. Das, ja. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das wird jetzt nicht einfach werden. Aber er hat immerhin den Abschluss gefunden. Auch wenn sie das hätte etwas taktvoller sagen können. Naja. Vielleicht sollte er sich einfach hier mal ein bisschen mit hinsetzen. Vielleicht etwas weiter drüben, damit er nicht immer so daran denken muss, dass die da drüben gerade steht. Und dann einfach den Wellen lauschen, dem Sonnenuntergang zugucken. Genau wie wir das jetzt tun. Gesundheit. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Macht's gut. Cheerio. Ciao.